Arizona, Land der Canyons und der roten Felsen. Land mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Vor 150 Jahren war Arizona der wildeste Teil des Wilden Westens. Revolverhelden und Indianer beherrschten das Land. Kein Flecken auf der Erde gleicht dem Grand Canyon State. Eine so vielfältige Landschaft gibt es nur hier im südlichen Teil der USA, nahe zur mexikanischen Grenze. Schon nach ein paar Highway-Kurven wechseln schneebedeckte Berge mit Wüstenlandschaften, in welchen Kakteen so hoch wie Telegrafenmasten wachsen. Arizona ist ein Land voller Kontraste, auch was die Kultur angeht. Die legendäre Route 66 wird gerade hier wiederbelebt. Es gibt viele Möglichkeiten, Arizona zu bereisen. Wir haben uns für die Freiheit auf zwei Rädern entschieden. Für eine Harley-Davidson. Wir beginnen unsere Reise in Flagstaff. Hier bekommen wir die Harleys von Bike the Best. Von E-Glides über Road King und Heritage Softail ist für jeden etwas dabei. Flagstaff liegt auf einer Höhe von 2100 Metern und das Klima hat eine große Bandbreite. In den Bergen hat es letzte Nacht noch einmal geschneit. So ist es nicht verwunderlich, dass es an diesem Aprilmorgen nur 5 Grad hat. Doch ein strahlend blauer Himmel entschädigt für die niedrigen Temperaturen. Und dieser blaue Himmel wird uns auf der ganzen Tour nicht mehr verlassen. Mickey gibt die erste Etappe unserer Tour bekannt. Autobahn Nummer 40 ist parallel mit der Route 66 und fahren in Ash Fork runter. Abfahrt 139 auf die Historic Route 66. Die ist frisch asphaltiert, die hat man neu wieder hergestellt bis Seligman. Dort machen wir einen schönen Stopp, trinken einen Kaffee, schauen uns das an, fahren weiter hoch die Historic Route 66 bis Hudbury. Wieder ein Stopp und dann haben wir Lunch in Kingman. Nach dem Lunch in Kingman fahren wir hier die weiter auf der alten Route 66 nach Oatman. Und Oatman ist eine ehemalige Minenstadt. Und dann fahren wir nachher weiter runter bis die 95 bis Lake Havasu City. Teilnehmer Erwin freut sich ganz besonders. Es wird mega begnadet worden. Ich freue mich wie Sau drauf. Das ist der Hammer. Absoluter Hammer. Noch warm eingepackt geht es raus aus Flagstaff in Richtung Westen. Auf dem Interstate 40 geht es bei frostigen Temperaturen bis nach Ash Fork. Kaum eine halbe Stunde unterwegs und die Fahrt ist jetzt schon ein Erlebnis. Und von Meile zu Meile wird es zunehmend wärmer. Thank you.
An der Ausfahrt 139 fahren wir auf die legendäre Route 66. Die Temperaturen entsprechen jetzt dem, was man von Arizona erwartet. Und noch ein Bonus kommt dazu. In diesem Bundesstaat herrscht keine Helmpflicht. Das heißt, runter mit den Klamotten und dem Helm. Jetzt ist Easy Rider Feeling auf der Route 66 angesagt. Route 66 wurde 1926 offiziell zum US Highway 66 erklärt. Damals waren 1300 der 3600 Kilometer geteert. Im Jahr 1946 fuhr Bobby Troup nach Los Angeles. Seine Aufbruchsstimmung fasste er unterwegs in Worte und schrieb den Song Get Your Kicks on Route 66. Gegen Mittag erreichen wir das Wüstenstädtchen Seligman. Der Ort nennt sich selbst die Geburtsstätte der historischen Route 66. Zwischen 1889 und 1891 wurde Seligman von zwei Familien gegründet, die nach dem amerikanischen Bürgerkrieg alles verloren hatten. Sie übernahmen das Gebiet von den Cherokee-Indianern. Heute ist Seligman ein Ort wie aus dem Bilderbuch der USA in den 50er und 60er Jahren. Der ganze Ort ist voller Relikte aus vergangenen Tagen. An jeder Straßenecke stehen alte Autos. Den Einwohnern ist es zu verdanken, dass 1988 die Strecke vom Staat zur Historic Route erklärt wurde. Wir treffen einen von ihnen, den Friseur Angel Delgadillo in seinem alten Barbershop, den er mittlerweile zum Souvenirladen ausgebaut hat. Hi Angel. How are you? Guten Morgen. Good. You speak good. German? Just a little bit. Just a little bit, okay. You still have this... Route 66 Memorial. Tony möchte wissen, ob sein alter Laden immer noch so läuft. Oh ja, er wächst immer noch, seitdem sie die Route 66 wieder instand gesetzt haben. Route 66 ist historic designation, rebirth, so we help to save a little bit of America. Okay. The United States declared it US 66 November 1926. The United States decertified it, decommissioned it October 1985. The signs came down. 1985 haben sie alle Verkehrszeichen abmontiert und ich fragte, wieso macht ihr das? Ich bin immer noch hier. Ich habe viel Politiker angerufen. Letztendlich waren auch viele Leute hier. Danke dafür. Lixi Laufer, Reise Motorrad. Lixi Laufer ist hier. I was with her, yeah. ARD, NDR, WDR, TN3, Vox, Lila, Tango, yeah. They have all been here. Thank you very much. And you still do your barber job? Du hast immer noch deinen Friseurladen? Oh ja, ich schneide Haare und rasiere immer noch mit meinem alten Messer. Okay.
Thank you very much. Thank you. Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit geht es weiter auf der sogenannten Mother Road. Die Temperaturen steigen und steigen und liegen jetzt schon bei 28 Grad. Die Strecke ist bretteben und führt ziemlich geradeaus. Zwischen Salig Man und King Man lädt der Hackberry General Store zu einem Stopp ein. Dieser Laden ist wohl das coolste Roadmuseum an und über die Route 66. Über Generationen wurden hier einzigartige Überbleibsel aus der guten alten Zeit gesammelt. Antiquitäten aus den 50ern und 60ern. Wir treffen Besitzer Thurston Pritchard, der mit seinen Eltern den Laden seit 14 Jahren wieder aufbaut. Tell me something about your family business here. I met your father and you're now running the business and your mom is still here. Since how many years you're doing this here? About 14 years we've been here. We picked up the place that was abandoned, so we cleaned it all up, chased all the snakes and rats out, and reopened it. So how long did it kept empty? It was empty for almost 20 years. 20 years. Yeah. Also 20 Jahre war das hier ganz stillgelegt und sie haben es vor 14 Jahren wieder aufgebaut. Finde ich echt klasse. So what do you think, like people come here to Route 66 right now? What do they tell you? What they feel? I mean, most of them are trying to grab a little bit of their past or relive some of their past. When we keep the store as old and original as possible, so we have a lot of people come by and they're reliving the stories their parents are told them or their grandparents are told them, or we'll even get some of the folks in that have come in and experienced them themselves. A lot of people come by and say, well, we hitchhiked through here in the 50s, so. Okay. Ja, das sind die Amerikaner, die sind dann früher hier die Eltern, die Großeltern lang getrennt und erzählten und sie haben alles versucht im Original zu lassen. But what do you think about the Europeans? I mean, they didn't catch up with hitchhike, but we had the movies, we had like Easy Rider and what do they tell you when they're here? Like, are they like, oh, it's like it was in the films or whatever? Yeah, we get a lot of that and they're just amazed at how big and open the place is compared to back home for you. Ja, es ist halt wirklich die Größe, die Weite, die Europäer immer wieder hier finden und das macht das hier. Und dann finden sie so einen Platz wie hier, wo alles ist, wie es früher einmal war. Das ist einfach so wunderschön und so wirklich feels really good. Yeah. So, thanks. That was really nice to see you again and I hope coming back next month, next year, whatever. We look forward to seeing you. Nach einem kühlen Drink schwingen wir uns wieder in den Sattel und es geht weiter nach Kingman.
Ab hier wird die Strecke noch urtümlicher. Wie eine schmale Landstraße windet sich die Route 66 durch die Black Mountain bis hoch zum Sidegreaves Pass. Immer mehr Biker sind hier unterwegs. Der Lavlin River Run ist nicht mehr weit weg. Den 1120 Meter hohen Pass mussten in den 20er Jahren manche Autos rückwärts überqueren, weil die Strecke so steil war. Durch eine fantastische Landschaft, die die raue Schönheit Arizonas widerspiegelt, geht es an alten Minen vorbei nach Oatman. Die ehemalige Goldgräberstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Biker, gerade jetzt beim Lavlin River Run. Auf dem Weg nach Lake Havasu machen wir immer einen Stopp in Oatman und jetzt ist Lavlin River Run, da ist natürlich besonders viel los. Das Besondere an Oatman ist, dass die alte Route 66 hier durchführt und es ein super Stopp ist. Immer viel los, am Wochenende besonders viele Biker und es immer eine tolle Stimmung ist. Man fühlt sich zurückversetzt ins letzte Jahrhundert und hat einfach noch ein bisschen Biker-Flair dabei. Die Hauptattraktion von Oatman sind allerdings die wilden Esel, die sich frei in der Stadt bewegen und für manch lustige Begegnung sorgen. Der höllische Sound der Harleys stört die sogenannten Burros nicht im geringsten. Hauptsache, es gibt was zu fressen. Sie stammen von ehemaligen Lasteseln ab, die später von ihren Besitzern freigelassen wurden. Am späten Nachmittag verlassen die meisten Biker das urige Städtchen und auch wir müssen weiter. Durch das Mojave Valley cruisen wir mit der untergehenden Sonne unserem heutigen Ziel, dem Lake Havasu, entgegen. Der Lake Havasu ist ein Stausee des Colorado River und liegt genau auf der Grenze zwischen Arizona und Kalifornien. Am östlichen Ufer befindet sich Lake Havasu City. Die Hauptattraktion hier ist die Original London Bridge. Diese alte Brücke wurde in England mühsam abgebaut und hier wieder aufgebaut, nachdem sie der Fabrikant Robert McCulloch ersteigert hatte. Eine weitere Attraktion an diesem Wochenende ist das Powerboat-Rennen. Die schönsten und schnellsten Offshore-Boote geben sich hier mitten in der Wüste die Ehre. Ein
Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Und die Teilnehmer sind mehr als nur fasziniert. War einer von den schönsten Tagen in meinem Leben. Das war der Hammer. Also vom Verschneider oder vom Schnee, wo der Schnee lag, von Flagstaff, von den Bergen in die Wüste, in die Mojave-Wüste, mir geht nicht. Ohne Helm im T-Shirt, Motorradfahrer, eine Kulisse, die der Wahnsinn ist. Mehr kannst du nicht erleben. In einem Tag. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Also mir hat der Tag super gut gefallen. Und das Highlight war natürlich klar, wo wir Richtung Oatman gefahren sind, wo man aus der Ebene rauskommt, dann in die Berge hoch. Das ist schon immer wieder klasse. Ja. Und es war natürlich auch gut, dass heute dieser Laughlin River Run war, wo die Leute dann nach Oatman hochgekommen sind. Und da war natürlich mächtig was los. Super. Also mir ist Grinsen ins Gesicht reinbrennt. Am nächsten Morgen treffen sich alle vor dem Hotel. Mickey gibt die heutige Route bekannt. So, heute fahren wir Richtung Süden, fangen wir an mit der 95, durch die Berge durch, sehr schöne, etwas grünere Landschaft bekommen. Also anders wie gestern. Anders wie gestern, es wird jetzt etwas grüner hier. Ja, aber immer noch so schön warm. Immer noch so schön warm und dann fahren wir wieder Richtung Osten, dann kommen wir wieder schön in die Wüste hinein. Herrlich. Hier sind sehr weite Landschaften wieder. Flat, weniger Berge. Das wird wieder eine geile Fahrt heute. Schön warm, wie es gehört, da sind wir froh. Wieder eine geile Geschichte. Wir fahren ein Stück am 72 Kilometer langen Lake Havasu in südöstlicher Richtung. Die Temperaturen sind mit 24 Grad perfekt. Die meisten fahren schon mit T-Shirt. Verlassen den State Highway für eine kurze Pause an dem hier wunderschönen Colorado River. Unsere Reisezeit ist knapp bemessen. Und darum geht die Fahrt gleich weiter auf dem schnurgeraden Highway 72 bis nach Hope. Ist ein Wüstenkaff, wie aus einem Roadmovie, das seine Daseinsberechtigung als Straßenkreuzung mit dem US Highway 60 hat. Hier sehen wir die ersten Saguaro-Kakteen. Endlose Weiten machen hier das Harley-Fahren zum absoluten Vergnügen. Und das Grinsen will nicht mehr aus dem Gesicht verschwinden. Wir sind die Hauptdarsteller in unserem eigenen Roadmovie. Mittagszeit erreichen wir Wittenberg, ein kleines typisches Westernstädtchen. Die Saguaro-Kakteen haben hier schon eine stattliche Höhe. Aufgrund der Arizona Bike Week sind viele Biker in der Stadt. In Anitas Coquina gehen wir gut mexikanisch Mittagessen. Bevor wir wieder Richtung Norden fahren, machen wir noch einen kleinen Stopp an der Western Trails Ranch bei Morristown, ebenfalls ein beliebter Biker-Treffpunkt. Jetzt hier in Morristown, in der Western Trails Ranch. Das sind so ungefähr 40 Meilen von vor Phoenix.
Und normalerweise ist hier am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, immer die Hölle los. Alles voll Biker. Das ist halt nur am Wochenende geöffnet. Nur heute, letzter Tag, Loveland River Run. Alle sind too broke. Keiner hat mehr Geld, hier jetzt noch anzuhalten, um weiter zu feiern. Und daher ist es jetzt ein bisschen ruhiger. Aber sonst ist hier Live-Music, alles und super Stimmung. Und halt fürs Wochenende von Phoenix aus super Location. Wir setzen unsere Fahrt durch die Hitze Arizonas fort. Auf dem State Highway 69 geht es nach Prescott Valley. Die Strecke ist atemberaubend schön und der V-Twin ballert zwischen den Beinen. Pures Easy Rider Feeling stellt sich ein. Wie Peter Fonda ziehen wir frei und ungebunden durch die Prärie. Meile für Meile treiben wir unsere Harleys über die heiße Bundesstraße. Dann ändert sich plötzlich die Landschaft schlagartig. Wir fahren durch Wälder und Felsen in die Mingus Mountains. Nach dem Pass erreichen wir Jerome. Die ehemalige Bergwerkstatt ist heute Anziehungspunkt für viele Touristen. Als 1929 der Kupferabbau seinen Höhepunkt erreichte, hatte die Stadt 15.000 Einwohner und fast 100 Saloons. Doch plötzlich sank der Kupferpreis und eine Mine nach der anderen wurde geschlossen. Als in den 50er Jahren die Bergleute Jerome verließen, kamen in den 60ern immer mehr Hippies. Heute leben die Einwohner von ihren Restaurants und Souvenirläden. Eine Attraktion hier in den Bergen ist die Gold King Mine. Besitzer Don, den wir später noch kurz vor Sedona treffen werden, hat hier einen Abenteuerspielplatz für Männer geschaffen. In der Ghost Town finden sich unzählige alte Baumaschinen, Schürfwerkzeuge und die größte Trucksammlung im ganzen Westen. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Entdeckungsreise in das vergangene Jahrhundert. In einer alten Scheune entdecken wir ein ganz besonderes Exemplar. Einen selbstgebauten Rennwagen. Oh yeah. The engine came from a school bus. Prescott, Arizona's first school bus from 1928. Also der Motor kommt aus einem alten Schulbus und in Indianapolis ist der Wagen also auch auf den Rennen gelaufen. Dann zeigt uns Mechaniker und Hausmeister Mike die wohl unglaublichste Maschine, die wir jemals gesehen haben. Ein Stromaggregat aus den 20er Jahren. Zum Anwerfen des 10.000 Kubik-Inch großen Aggregates wird mittels Kompressor erst Druck aufgebaut, um die gewaltigen Kolben des Dreizylinders in Gang zu bekommen. Also jetzt wird über den Kompressor der erste Zylinder gestartet. Den ersten Hub schmeißt er von Hand an, dann wird der erste Zylinder in Schwung gebracht. Das geht nur bei gewissen Temperaturen. Also wenn es kalt ist, schaffen die es nicht, diesen Generator in Schwung zu bringen. So, and now what's going on now?
Now we just have to wait to build up to about 120 or 130 pounds of pressure. Okay. And we'll start it. So, jetzt müssen wir warten, bis 120 Kilopond Druck sind und dann kann er den starten. Also der Generator, der wird benutzt, um den ganzen Minenstrom zu erzeugen und der hat gleichzeitig die Häuser von den Minenarbeitern mit Strom versorgt. It's 10,000 cubic inch, right? 10,000 cubic inch. Da verschlägt es Peter bei der Umrechnung erst einmal die Sprache. Das sind 162 Liter Hubraum. Und wie das klingt, kann man nicht in Worte fassen. Nach dieser beeindruckenden Vorführung treffen wir bei einem Aussichtspunkt den Besitzer dieses Museums. Hey, Don! Hey, Peter. That's funny! Peter, good to see you here. We visit your ghost town, silver mine, and we miss you. Yeah, so. I have to work some days, you know? Oh, you have to work some days? It's unbelievable. Yeah, that's so I can pay into Social Security, so I can get money back from them. Okay, also er muss auch manchmal arbeiten, damit er seine Sozialsteuern bezahlen kann und sie dann später wieder kriegen kann. And how did you get this nice spot in Jerome, this silver mine, this mine? And when was it your beginning there? I moved there in 1981 and we opened for business in 1982. And now on 3rd of July this summer, we will start our 29th year in business. I traveled all over the state in a motorhome looking for just the right spot and I found it. Yeah, that's a really right spot. Also 1981 hat er die Mine übernommen, 1982 hat er sie eröffnet und seitdem, also er ist viel durch die USA gereist und hat den richtigen Spot gesucht und das war der Spot, den er, von dem er immer geträumt hat. Und ja, seitdem ist er da und lebt eigentlich nur seinen Traum. So you live your dream, right? I live my dream. Yeah, that's a really dream. And Don, how did you get this nice old trucks, all the stuff, was it there or? No, none of it was there, nothing was there, only the one house, everything I put there. You collected over the states? It's because, all over the United States, It's because I'm a hopeless truckaholic. I have to have those old trucks. Yeah. I don't drink the alcohol, but I collect the trucks. Okay, also er ist ein Truckaholic, sagt er. Das heißt, er liebt die Trucks und reist durch Amerika und kauft die und sammelt die und sucht solche Stücke zusammen, um diese Sammlung einfach zu vervollständigen. What was the story about your mine? I have in mind there was something, is this copper mine or it, silver? It was dug to be a copper mine, but they silver. Missed it. They were out too far and it ended up being a gold mine. Okay. A gold mine. Okay. Ja, also eigentlich ist es eine Kupfermine, die wir da besichtigt haben, also da die Ghost Town, wo die ganzen Trucks stehen. Aber sie haben kein Kupfer gefunden, wobei das eine sehr kupferreiche Gegend ist da. Und sie sind aber auf Gold gestoßen währenddessen. Und das war eigentlich die Geschichte der Mine dann. That's a funny story also by side, right? Yeah, it is. Okay, Don. Okay. See you next time. Have a nice day. Thanks. Bye, guys. Bye-bye. Während sich Don auf den Rückweg zu seiner Mine begibt, treffen wir am Red Rock Overlook einen freundlichen Police Officer. Mickey möchte wissen, ob sich denn die ausländischen Biker ordentlich benehmen. Absolutely. I would say for the most part, absolutely. I've seen them do a couple silly things. Manche machen ein paar Dummheiten, wie einfach am Straßenrand anhalten. Die meisten fahren langsam und genießen das hier. Ich meine, wo gibt es einen besseren Platz, als hier Motorrad zu fahren? Absolutely, they come over, they enjoy. I mean, what better place could you ask to ride?
I mean, this is true, this is what brought me here originally 10 years ago. Yeah, genau, das brachte uns auch hier. Yes. So they have lots of bikers here all season. A lot of motorcycle riders here. Ja, viele Biker sind hier, weil man das ganze Jahr überfahren kann. Wir fahren auch das ganze Jahr. Compared to you just changed to Honda. Ihr habt jetzt Hondas. Was ist los? This year is our first year. Ja, das ist unsere erste Honda und eine zweite kommt bald. So we actually have two Harleys up on auction right now. Aber sag mal, du hast bestimmt noch eine Harley in der Garage, oder? I still have a Harley in my garage. And I ride it very faithfully. Na, selbstverständlich, und ich fahre sie, wann immer es möglich ist. So let us all ride carefully and safe. That's right. Whether we're on Aber egal ob Honda oder Harley. Das Wichtigste sind die coolen Leute und die tolle Location. Mehr brauchst du nicht. Alle sind glücklich und am Grinsen. Mehr brauchst du nicht. Oh ja, das ist das schönste Gefühl. Da stimmen wir zu und verabschieden uns von Bill. Na, das nennen wir doch mal einen entspannten Kopf. Kein Wunder, bei 300 Sonnentagen und dieser grandiosen Landschaft hier. Diese Wahnsinnslandschaft der Red Rocks wollen wir nun selbst erfahren. Road Captain Peter kennt die schönste Strecke durch den Park. Nach diesen eindrucksvollen Erlebnissen geht es südlich Richtung Phoenix, nach Cave Creek. Am Spätnachmittag erreichen wir den bikerfreundlichen Ort und stoppen gleich am berühmten Hideaway Grill. Der Biker-Treffpunkt schlechthin. Die lokale Custom-Szene ist hier schwer vertreten. Bagger sind momentan der große Hype in den USA. Aber auch die Lowrider sind noch nicht in Vergessenheit geraten. Jetzt geht es aber auf dem kürzesten Weg zur Theke. Die trockenen Kehlen unseres Wüstenritts brauchen ein kaltes Bier. Und das genießen wir in vollen Zügen. In der typischen Bikerbar gibt es am Wochenende immer Live-Musik. Und mit den Leuten kommen wir schnell ins Gespräch. Bevor wir im Carefree Resort die Nacht verbringen, zieht es uns zu Sonnenuntergang in die Botanik. Das erste Mal sind wir den Saguaro-Kakteen so nahe.
Bei einem ausgiebigen Frühstück wird die Tagesetappe besprochen. Und bei der Gelegenheit kann man sich dieses tolle Hotel einmal etwas genauer ansehen. Die Crew ist fast abfahrbereit. Eines ist auf einem Arizona-Trip besonders wichtig. Sonnencreme ist ein absolutes Muss. Dankeschön. Ohne der fällt die Nase runter. Man sieht sehr ein bisschen. Die Sonne da ist sehr aggressiv. Ja, da macht sich bei manchen schon das ohne Helmfahren bemerkbar. So, halt, dass nicht so omalig aussieht. Nein, nein, das mache ich schon. So, nächste Tour heute. Durch die Hitze Arizonas. Das ist ja so geil alles. Das ist ja ein Wahnsinn, gell? Arizona, ich liebe es. Unsere Tour geht weiter in den Süden Arizonas. Unser erstes Ziel ist der Harley-Davidson-Händler in Scottsdale. Hier befindet sich auch ein Stützpunkt von Eagle Rider, dem Vertragspartner von Bike the Best. Mickey trifft Kevin. Hi, Cameron. How are you? How are you? Good to see you. Yeah, good to see you. Well, so, you have the sunny season already and we I'm do. Up in Flagstaff. But it start getting warmer, so... Also er hat hier die große Sonne schon, die wir jetzt in Flagstaff auch bald haben. Und ja. Yeah. Nice to see you here. So it's busy? It is. It's amazing. It's summertime coming up and the weather's warm and we got lots of riders coming in. So yeah, we saw it on the weekend. It was just phenomenal. With Loveland River Run, everybody here. Mm-hmm. So, and you have the nice sun and the flowers and we love Arizona. No doubt. Arizona's a great place to ride and with the summer coming up in Flagstaff, you guys should be extremely busy as well. Yeah, das ist einer von unseren Eagle Rider. Stationen. Wir haben halt ein festes Netzwerk, wir arbeiten alle miteinander. Das heißt, wenn hier in Phoenix einer in Scottsdale anmietet bei Eagle Rider und ist bei mir oben in Flagstaff und gibt irgendwelche Probleme, wir helfen uns allen gegenseitig. Jeder hat dann auf jeden Fall den Schutz, er bekommt bei uns sofort alles repariert oder Hilfestellungen in sämtlichen Sprachen und das ist wirklich toll. Auch ob Dallas, LA, überall wo wir sind, ist das Netzwerk und das macht eigentlich die Marke so stark, dass wir hier in ganz Amerika mit über 75 Stationen vertreten sind und uns gegenseitig helfen und den Kunden immer den besten Support geben. Bei Eagle Rider gibt es eine Vielzahl an Bikes. Wir bieten eigentlich die komplette Harley-Palette an, ob E-Glide, Heritage Soft, der Road King, auch die Dyna Lowrider für kleinere Leute. Wir haben aber auch BMW, Honda, die Goldwing. Also ATVs werden angeboten, die Leute, die mal Dirtbikes machen möchten oder auch überhaupt Dirtbikes. Also es gibt eigentlich schon eine große, breite Palette, die wir im Sortiment haben. Und von einem Tag Rental, also das heißt sprich 24 Stunden, wochenweise, Sonderraten, immer wieder Specials. Also für jeden, für jedes Portemonnaie ist auch mal was dabei, je nachdem, welche Saison wir haben. Und gerade hier in Arizona ist eigentlich das ganze Jahr über Saison und das ist wirklich eine schöne Sache. Ach, da kommt ja der Besitzer von Harley-Davidson Hacienda hier in Scottsdale, Rick, mit dem werden wir jetzt erstmal ein paar Worte reden. Hi, Rick. Hi, good morning. How are you? How are you? Good to see you again. How is things going here in Hacienda Harley-Davidson? Wie laufen die Geschäfte? Well, we just finished that bike week. Gerade ist die Arizona Bike Week zu Ende und es waren so viele Leute hier wie nie zuvor. Wie lange er denn schon hier in Scottsdale ist, möchte Mickey wissen. Im August 1998 eröffnete ich den Laden hier. Im Harley-Geschäft bin ich schon seit 1978.
So kind and of. Right now everything is fine again with Harley Davidson. Ob er wohl die Krise merkt? Fragt Mickey. Well, it's turning around slowly. It's coming back, but everybody is down something 21%. Yeah, sure. Es geht langsam wieder aufwärts. Ja, allen geht es wieder besser. Naja, bei dem Wetter hier ist sowieso alles besser. Das Wetter hier kann zu dieser Jahreszeit nichts übertreffen. Yes, yes. Arizona, it can't beat Arizona weather this time of year. So, that's true. So business is very good. Die Dimensionen und die Angebote der amerikanischen Harley-Händler faszinieren immer wieder aufs Neue. Sogenannte Factory Customs von Big Dog oder anderen Bikebuildern gibt es hier zu erschwinglichen Preisen. Unsere Zeit ist knapp und wir machen uns auf den Weg immer weiter in Richtung Süden. Die Temperaturen steigen und steigen. Der State Highway 77 bringt uns nach Tucson. Unser Thermometer an der E-Glide zeigt 100 Grad Fahrenheit. Das sind 33 Grad Celsius. Dazu kommt noch die Hitze des Motors. Wir müssen quer durch die verkehrsreiche Stadt und erreichen den Tucson Mountain Park. Hier empfangen uns die großen Kakteen zu Hub. Und genau da wollen wir hin. In den Saguaro National Park. Doch vorher gibt es wieder Wüstenlandschaft à la carte. Über den faszinierenden Gates Pass fahren wir zu einem Aussichtspunkt. Der Ausblick auf den angrenzenden Nationalpark ist beeindruckend. Und während die einen sich noch von der Landschaft inspirieren lassen, ist Thomas schon auf der Jagd nach gefährlichen Tieren und er wird sogar fündig. Einer der giftigsten Skorpione sitzt unter einem Stein. Nicht größer als eine Fingerkuppe, aber so giftig wie der Biss einer Klapperschlange. Eine Klapperschlange finden wir bei unserem nächsten Ziel, dem Sonora Desert Museum. Hier werden wir schon erwartet. Yeah, we did it. Oh, what a ride up here. That was amazing. Also die Fahrt hier hoch einfach super. You go all those little roads, curves.
curves and the cactus. Gates Pass. That is was fantastic. Really nice. Yeah. Good, good. Das Desert Museum beherbergt über 300 Tierarten und 1200 verschiedene Pflanzen aus der Region. Und wieder ist der Anblick umwerfend. Ein besonderes Highlight kommt jetzt. Mit einer Klapperschlange auf Augenhöhe. Arizona hat das größte Klapperschlangenaufkommen in den USA. Insgesamt 18 Arten. So, very nice here at the Sonora Desert Museum. How many different kind of animals do you have here? Well, the desert has a large variety of animals. When you're looking at reptiles, especially a rattlesnake, Arizona is the rattlesnake capital of the United States. We have 18 different kinds of rattlesnakes in Arizona. So, 18 verschiedene Klapperschlangen hier in Arizona, die finden wir alle hier im Museum. And so, the rattlesnakes which are outside in the nature, mm-hmm. are there still a lot of them? Yes, here we are in a very natural setting. We do have a lot of rattlesnakes. Every year we have about 100 contacts with visitors and rattlesnakes. We've never had a bite. Mm-hmm. But people will walk and turn a corner and there's a rattlesnake sitting there. So we go and move them. So we do have a lot of rattlesnakes that live right here on the property. Also noch sehr viele Klapperschlangen auch in der freien Natur hier. What happened if you got bitten by a rattlesnake? Is it very dangerous? Do you have to see the doctor right away? Was ist, wenn man gebissen wird? Muss man sofort zum Krankenhaus? Well, the rattlesnake bite are very dangerous. You need to seek medical attention. So everything we've learned in the cowboy movies and all this about the cutting and the sucking the venom, none of that worked. You need to get to the hospital as fast as possible. Mm. We say if you can get to the hospital within an hour, everything should be fine. Oh, innerhalb einer Stunde, das yeah. ist... If it's longer than this, then you can get having complication. Okay. But it's very rare for people to die. We have about 350 bites a year in Arizona, and we get a mortality every other year. Mm. Also man stirbt nicht direkt, aber man hat schon enorme Probleme. Der Vortrag des Rangers war hochinteressant und wir hoffen, dass wir in der Wüste keiner so nahe kommen werden. Noch tief beeindruckt von dem Rasseln der Hornringe geht es weiter in den Saguaro Nationalpark. Der Park liegt in der Sonora-Wüste, die sich bis weit nach Mexiko erstreckt. Er gilt als einer der schönsten und artenreichsten dieser Region. Und da stehen sie. Die größten Kakteen der Welt mit dem lateinischen Namen Carnegia gigantea. Die bis zu 15 Meter hohen und uralten Exemplare stehen unter Naturschutz. Allein 70 Jahre dauert es, bis sie das erste Mal ausschlagen. Wer glaubt, für seinen Garten hier eine klauen zu müssen, wird mit hohen Strafen belegt. Übrigens, im Sommer steigen hier die Temperaturen bis über 40 Grad Celsius. Wir verabschieden uns von den Riesenkakteen und fahren in die laue Nacht hinein zu unserem Motel kurz vor Tombstone. Nach einer geruhsamen Nacht brechen wir heute zu unserer letzten Etappe auf. Bevor wir jedoch in die legendäre und berühmte Westernstadt fahren, geht es zunächst nach Bisbee. Doch leider haben wir für Bisbee keine Zeit. Uns zieht es zu einem Trailerpark der besonderen Art, dem Shady Dell. Hier leben die 50er wieder auf.
In liebevoll restaurierten Airstream-Wohnwagen aus der guten alten Zeit kann man hier Nostalgieurlaub machen. Mickey kennt die Besitzerin. The movement you made, so here on your very nice trailer park with all these nice Airstreams. So when did you actually bought this place? We bought this September in 2007. Yeah. So and when you got it, what was the condition? I mean, what did you find here? A lot of the plants had kind of died, so we've been nursing it back to health. We've been keeping the trailers going, adding more vintage items to them, and we've added a couple more trailers too. So just keeping it going and bringing the 50s back for everybody. So all these trailers were already here? Most of them were on this side over here. There's also die Trailer sind schon hier gewesen, aber in einem absolut verrotteten Zustand. And you actually you rebuild them? You just made them nice again? Yeah, just put some more finishing touches onto them and add new items, new the kitschy tchotchke items. And oh, wir haben also alles im Original wieder eingerichtet. Can I see one? Yeah, absolutely. So we go and have a look. Let's go look at some. Great, thank you. Let me grab my keys. Roll! Jennifer Wilhelm lebt hier zusammen mit ihrem Mann einen Traum. Alles wurde restauriert und sogar bei der Inneneinrichtung auf jedes Detail geachtet. Es gibt alte Magazine, Radio und Filme aus den 50er Jahren, ein Eldorado für Rockabillys. Die Gäste fühlen sich zurückversetzt. Und manche lieben diesen Lifestyle. Like the best here in Arizona. Where are you from? Phoenix. So you live this style originally every day? Yes, every day. Sie lebt jeden Tag. Das ist ihr Leben. And you feel really comfortable here? Yes, yes. This is my second time coming to the studio. We love it. Ja, hier fühlt sie sich so richtig wohl, weil es einfach so, wie sie lebt. Absolutes Highlight ist ein Boot aus der damaligen Zeit, ausgestattet mit sämtlichen Originalteilen. Erwin ist wieder einmal total begeistert. Das ist ein absolutes Highlight. Mit Liebe die 50er Jahre wieder ins Leben gerufen. Die Innenausstattung von den Wägen, alles mit 50er Jahr Film, 50er Jahr Radioprogramm, das ist Hammer. Also klasse gemacht, also, das ist eine Reise wert. Eine Reise wert ist auch unsere letzte Station auf diesem Trip. Über den State Highway 80 geht es durch ein Wildwest-Panorama, wie aus einem John Wayne-Film. Wir werden schon auf der Fahrt auf die berühmte Westernstadt eingestimmt. Oh.
Yellowstone ist eine ehemalige Boomtown im Süden Arizonas. Die Stadt zählte in ihren Glanzzeiten bis zu 15.000 Einwohner. Tombstone war um 1880 Schauplatz verschiedener berühmter Schießereien. Allen voran die Schießerei am OK Corral mit den Earp-Brüdern und Doc Holliday am 26. Oktober 1881. Täglich wird die Geschichte von White Earp und den McLaurys in einem Showprogramm für die Touristen nachgestellt. Mit unseren Bikes über die berühmte Main Street direkt in den Big Now Skate Saloon vor die Bar fahren und werden herzlich empfangen. Welcome to Tombstone! Yeah! Yeah! Und nachdem wir unsere staubigen Kehlen befeuchtet haben, treffen wir ihn. Doc Holliday im Originalzustand. Mickey möchte natürlich wissen, woher der Name Tombstone entstammt. How did Tombstone receive its name? I'm told that old Ed Shefflin named it. Some cavalry troopers out of Huachuca told him that the only rock he'd find out here was his own tombstone. He came out here, found rock with silver in it. Name the strike Tombstone Mine, just to get back at and make fun of them. Mickey spricht eigentlich gut Englisch, aber hier? Naja, es ist eben Doc Holliday. Da fragen wir dann lieber bei Saloonbesitzer Steve noch einmal nach. A miner named Ed Shefflin came to the area here. Also der Miner Ed Shefflin kam hier in die Region. He came to Fort Huachuca, which was a cavalry post, an army post. Mm-hmm. And every day he would go out from the army post to come to the mountains here to look for silver and gold, but silver is what was here. Ja, er kam halt wirklich jeden Tag hin, um Silber zu finden. And did he find silver? The soldiers and everyone at the fort. Die Soldaten im Fort sagten zu ihm: Das einzige, was du finden wirst, ist ein Grabstein wegen den Apachen. Das hier war alles Apachenland. Und sie meinten, dass er von den Apachen getötet wird. Und statt Silber findet er hier nur seinen eigenen Grabstein. Angesteckt von dem Mythos und dem authentischen Flair dieser Westernstadt, reiten wir auf unseren Eisenpferden zu alten Freunden. Zwei Kilometer außerhalb von Tombstone besuchen wir die Apache Spirit Ranch. Hier verwirklicht Peter Stenger mit einigen Investoren ein einmaliges Urlaubskonzept. Ein Western Resort mit Indian Village auf einem Land, das von Häuptlingen wie Geronimo und Cochise beherrscht wurde. Mickey ist neugierig und fragt bei Auswanderin Yvonne nach. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Jetzt bin ich endlich mal bei dir. Was, was,
Erzähl mir mal was über die Apache Spirit Ranch. Was macht das hier? Ja. Was habt ihr vor? Ja, wir sind gerade am Bauen von unserer Apache Spirit Ranch hier in Arizona, ganz nah an Tombstone dran. Und hier entstehen Gästehäuser, ein Western-Resort mit 17 Einheiten. Und die Gäste können hier in 17 verschiedenen Themenhäusern schlafen, zum Beispiel im Bordell oder beim Sheriff's Office oder im Barbershop, ganz wie man möchte. Und ja, wir sind hier auf ursprünglichem Apachenland. Mhm. Und es ist wunderschön hier. Wir haben einen ganz tollen Spirit hier. Wir bieten unseren Gästen an, dass sie reiten können, dass sie ja, alle möglichen Sachen unternehmen können. Trips nach Tucson und so weiter. Also ganz vieles. Das heißt, wir könnten auch mit unseren Bikern hier mal ein paar Tage einfach bleiben und tagsüber biken und abends einfach mal am Lagerfeuer Barbecue und einfach den Spirit auf uns einwirken lassen? Ist das, ja, das ist absolut möglich. Super. Wir haben sogar, ich habe gesehen, da kommt auch ein Saloon hin, ja? Ja. Das ist wirklich ein Muss für die Biker. Absolut wichtig. Also wir werden natürlich auch einen Saloon haben. Die Theke ist schon fertig. Die kommt dann von Deutschland. Die wird gefertigt von unserem Western-Schreiner Manfred Huth aus Deutschland. Und wird dann extra mit dem Container auch hier rübergebracht. Und Abende am Lagerfeuer mit Kojotengeheul gehört auf jeden Fall absolut dazu. Also was freuen wir uns auf eine tolle Saison hier. Wir uns auch. Super, toll. Prima. Na komm, dann gehen wir was essen am Barbecue. Ja, los, geh mal. Und bei diesem Barbecue genießen wir unseren letzten Abend in Arizona. Beim Lagerfeuer lassen wir diese unvergesslichen Tage noch einmal Revue passieren. No cowboy when riding out one dog in windy day. On a ranch he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red out cars he saw. Harley fahren in Arizona, das ist echtes Easy Rider Feeling. Und eines ist jetzt schon sicher, das war nicht die letzte Tour. Wir kommen zurück nach Arizona. Das war der absolute Wahnsinn. Ich muss mir einfach nur wiederholen, das war das Schönste, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Heute Morgen schon, Fenster auf, strahlend blauer Arizona-Himmel aufs Motorrad. Endlose Weide in der Wüste. Das ist wie im Film gewesen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist mein persönlicher Sunshine State.